Hallo, mein Lieben. Ich habe schon wieder so eine doofe Anfrage gekriegt. In der Anfrage steht: Hallo Michael, die Anfrage ist schon mal, die Anrede ist schon mal gut. Aber wo ist der Nutzen? Welcher Nutzen, Vorteil habe ich für sein Produkt, für seine Dienstleistung? Er beschreibt seine Dienstleistung, aber wo ist der Vorteil für mich? Was will er jetzt von mir? Findet er den Fehler? Übrigens, befreundet bin ich mit ihm nicht, weil wenn ich mal auf sein Profil reinschaue, bin ich nicht befreundet mit ihm. Nochmal, finde den Fehler. Und wenn du quasi mit mir zusammenarbeiten willst, dann schreibe es bitte anders da oder mach mir einfach eine Sprachnachricht, weil ich lese nicht gerne. Ich höre es mir gerne an, aber bitte bring deinen Vorteil hinzu, weil es geht viel unter. Ich kriege sehr viele Messages über Social Media und beschreibe deine Dienstleistung, welchen Vorteil ich habe, dass ich mit dir ein Interview führe oder irgendwas anderes mache. Aber so wie in dem Video, bitte nicht mehr, weil ich nehme jetzt alles auf und teile das mit den anderen Menschen, weil ich möchte es Klarheit und ich möchte den Nutzen auch haben. Und für mich ist es wichtig, dass der Nutzen, der Vorteil für mich auch gegeben ist. Ansonsten bringt es nichts weiter, mit solchen Leuten zu kommunizieren. Ich schreibe auch nicht mehr, weil dafür habe ich keine Geduld mehr und dafür habe ich auch keine Nerven mehr. Genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir hören und sehen uns.